Moin und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der FF Fotoschule. Mein Name ist Frank Fischer und heute präsentiere ich dir mal wieder ein neues Produkt aus dem Hause Olympus. Eigentlich ist es eine neue Produktzusammenstellung, also ein neues Set. Es handelt sich nämlich um das EM5 Mark III Vlogging Set. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Erfinder dieses Sets bin, aber mit genau dieser Kombination vlogge ich seit einigen Monaten, war da schon in Hongkong und Macau mit im letzten Jahr und habe meine Vlogs produziert und woraus das so besteht, wie das funktioniert und was die Benefits sind, die du haben könntest, wenn du damit deine Vlogs drehst. All das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich bin Fototrainer, ich bin Inhaber bei der FF Fotoschule und ich bin auch Olympus Visionary, also Olympus Markenbotschafter. Gleich der Transparenzhinweis zu Beginn. Ich habe für alles das, was hier auf dem Tisch steht, nichts bezahlt, sondern es hat mir Olympus zur Verfügung gestellt. Und zwar handelt es sich dabei um das neue Olympus EM5 Mark III Vlogging Kit. Das Kit besteht, wie du es hier auch sehen kannst, natürlich aus der EM5 Mark III. Dann ist dabei das M2ICO 12mm Blende 2.0, die Streulichtblende LH48. Dann haben wir oben drauf das LSP4 als Windjammer-Kit, das heißt hier oben das Aufnahmegerät von Olympus, das LSP4, zusammen mit der toten Katze, um die Windgeräusche auszusperren. Dazu gehört ein Klinkenkabel, womit du aus dem LSP4 den Ton in die EM5 Mark III einspeisen kannst. Und wir haben dabei den Shock Mount SM2, der sorgt dafür, dass das LSP4 vom Kameragehäuse entkoppelt wird, würde ich sagen, sodass, wenn du die Kamera anfasst, du dieses Anfassgeräusch nicht auf dem Tonspur erhältst. Und dabei ist noch hier dieses relativ kleine Yobo Gorillapod 500. Und mit dieser Kombination, ich habe es ja gerade gesagt, vlogge ich seit einiger Zeit, weil das praktisch daran ist, du kannst nicht so hinstellen, wie ich es gerade getan habe, sondern kannst es eben auch so in die Hand nehmen und da reinsprechen. Und das 12mm, also 24mm Kleinbildwinkel, reicht eben aus, um so ein schönes Oberkörper, so einen schönen Oberkörperbildausschnitt zu haben. Und dafür benutze ich es seit einiger Zeit. Jetzt werden wir uns als erstes mal gemeinsam die einzelnen Komponenten so ein klein bisschen angucken und ich werde dir erklären, warum ich es benutze und vor allem auch, warum es wunderbar zum Vloggen zusammenpasst in diesem Set. Als erstes haben wir da die Olympus EM5 Mark III. Die Olympus EM5 Mark III gibt es seit letztem Jahr und die EM5 Mark III ist meiner Meinung nach eine der optimalen Reisekameras und deswegen eben auch fürs Vloggen wunderbar geeignet. Sie ist unfassbar leicht, kompakt, trotzdem Spritzwasser- und Staubgeschützt, kann also auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. Du hast zum Fotografieren 20 Megapixel zur Verfügung, für Filmaufnahmen liefert sie 4K. Was besonders schön ist, ist, dass sie 121 Autofokusfelder hat und die kombiniert werden können mit einem Gesichts- bzw. Augenerkennungsautofokus. Und die Kombination sorgt einfach dafür, dass, wenn du vloggst, auf alle Fälle dein Gesicht scharf ist und das ist beim Vloggen nicht irrelevant. Gleichzeitig kannst du aber eben auch, wenn du deinen Vlog mit B-Roll aufwerten willst, sehr schöne Fokusfahrten machen, indem du zum Beispiel das Fokusfeld über den Touchscreen verstellst und dann vom Vordergrund auf den Hintergrund der Fokus rüberfährt. Das ist wirklich einfach wunderbar, um damit zu vloggen. Gleichzeitig ist natürlich eine tolle Kamera. Beim Videofilm hilft dir auch der Image-Stabilisator, der eingebaut ist, ohne jeden Zweifel. Gleichzeitig ist aber auch eine tolle Kamera zum Fotografieren, aber eben auch zum Filmen. Sie hat hier diesen wunderbaren Flipscreen, sodass du auch siehst, wo du hinvloggst und wie der Bildausschnitt gerade ist. Auch das hilft natürlich beim Film auch, dass du ihn nach oben und nach unten schwenken kannst, sodass du eben in verschiedene Richtungen auf dem Monitor gucken kannst, warte, so, und immer den perfekten Bildausschnitt hast. Das gefällt mir wunderbar.
Was die Olympus-Kameras unter anderem in der Bedienung auszeichnet, ist zum einen die Möglichkeit, viele der Tasten individuell zu belegen. Also wenn du das Ganze zum Filmen benutzt, kannst du dir auch im Filmmenü bestimmte Tasten für das Filmen belegen. Gleichzeitig ist es wirklich wunderbar, dass du an das Super-Control-Panel rankommst. Das Super-Control-Panel ist ein quasi Menü für die wesentlichen Einstellmerkmale, was du über die OK-Taste auf der Rückseite aktivieren kannst. Und dann kommst du quasi auf Einstellungen wie ISO, Gradationskurve, Formate und so weiter. Einfach eine wunderbare Kamera zum Reisen, zum Fotografieren, aber eben auch zum Filmen und in diesem speziellen Kit eben auch super geeignet zum Vloggen. Im EM5 Mark III Vlogging Kit mit enthalten ist das M2ICO 12mm Blende 2.0. Das siehst du auch hier vorne. Ist hier in der silbernen Ausführung, gibt es natürlich auch in der schwarzen Ausführung, so wie es die Kamera auch in der silbernen Ausführung gibt. Zum Objektiv dazu bekommst du beim Vlogging-Kit die Streulichtblende, die heißt, lass mich gucken, LH48. Und das Objektiv ist einfach deswegen gut geeignet zum Vloggen, weil es einfach einen sehr, sehr schönen Bildwinkel hat mit 24mm Kleinbildäquivalent. 12mm Makroverzerrt hat halt einen sehr schönen weitwinkligen Bildwinkel. Dabei ist es sehr verzeichnungsfrei und durch Blende 2.0 hast du auch eine anständige Freistellung. Was richtig cool an dem Objektiv zudem ist, ist, dass du den für die Olympus Pro-Serie und für manche der Olympus Prime-Lensen bekannten Schnappschussring hast. Das heißt, du kannst hier über diese Bewegung den Autofokus auf manuellen Fokus umstellen und kannst eben schöne Fokusfahrten manuell machen, wenn du zum Beispiel Biro-Material produzieren möchtest und möchtest nicht in der Geschwindigkeit, die die Kamera beim Autofokus vorgibt, von A nach B den Fokus fahren lassen, sondern möchtest ganz gezielt den Fokus verstellen, dann ist das eben über den Schnappschussring wunderbar möglich und wertet auf alle Fälle deine Vlogs auf. Mit dem LSP4 kannst du zudem wunderbaren Sound aufnehmen. Das LSP4 bietet einfach eine unfassbare Bandbreite an Möglichkeiten und auch unfassbare Möglichkeiten für generell Soundaufnahmen. Es liefert auf alle Fälle 20 bis 20 Kilohertz bei einer Samplingrate von 96 Kilohertz und 24 Bit in FLAC und MP3. Es kann mit dem, lass mich gucken, das Kabel heißt KA335, das ist hier dieses Klinkenkabel, eben mit der Kamera, mit jeder OMD-Kamera verbunden werden, was wunderbar ist, um den Ton direkt in die Kamera einzuspeisen. Das hat den Vorteil, dass die Tonspur direkt auf der Videospur landet und du sofort eine Synchronisation quasi hast. Gleichzeitig ist aber natürlich die Tonspur auf dem LSP4 auch gespeichert und insofern hast du die doppelte Sicherheit und kannst zur Not auch die Tonspur nachher aus dem LSP4 benutzen, um es manuell mit deinem Videomaterial zum Beispiel in Olympus Workspace zu synchronisieren. Um das Ganze nachträglich in Olympus Workspace zu synchronisieren, brauchst du Olympus Workspace in der Version 1.3. Wie gesagt, beim Vloggen ist das normalerweise gar nicht nötig, weil du direkt den Ton hier in die Kamera eingespeist hast und die Tonqualität tatsächlich wirklich gut ist, auch bei der direkten Einspeisung. Mit dem LSP4-Set in dem Windjammer-Kit ist hier oben diese tote Katze, die dafür sorgt, dass die Mikrofone des LSP4 vor Windgeräuschen geschützt werden und der SM2-Shock-Mount, das ist hier unter die Konstruktion, die den Blitzschuh der Kamera mit dem LSP4 verbindet und eben dafür sorgt, dass es eine Entkopplung gibt, sodass Geräusche, die an der Kamera entstehen, durch Anfassen, Drehräder drehen und so weiter, nicht direkt auf die Tonspur übertragen werden. So, du siehst es ja, hier ist ganz normal, dass 12mm an der EM5 Mark III montiert. Jetzt gucken wir uns mal hier oben die Konstruktion oberhalb des Blitzschuhs an. Da haben wir hier eben den Shockmount-Adapter, den SM2, den siehst du hier. Und dieser Shockmount-Adapter, der ist dann wiederum verschraubt mit dem LSP4. Und das LSP4 kommt hier aus der Kopfhörerbuchse und geht mit dem Kabel hier rein in den Mikrofoneingang der Kamera. In dieser Konstellation funktioniert das Ganze. Solltest du Schwierigkeiten haben, den Shockmount-Adapter und das LSP4 zu montieren, dann hängt das damit zusammen, dass beim LSP4 ein Adapter dabei ist, eine kleine Adaptierlösung, nämlich auch ein Blitzschuh-Adapter mit diesem kleinen Aufsatz. Und diesen Blitzschuh-Adapter brauchst du nicht, weil damit ist quasi das LSP4 direkt mit der Kamera verbunden, ohne Shockmount. Aber da oben drauf ist dieser im Auslieferzustand dieser kleine Adapter aufgeschraubt. Und den musst du dort entfernen, schraubst ihn dann in das LSP4 hier hinein. Da unten ist ein Gewinde im LSP4. Und wenn du ihn da reingeschraubt hast, dann hast du hier ein Viertelzoll und auch der SM2 hat hier ein Viertelzoll und dann kannst du das eben sauber montieren. Das nur so als kleiner Hinweis für die Montage des gesamten Sets.
Am LSP4 kannst du im Menü unter anderem die Richtcharakteristik des Mikrofones einstellen. Das heißt, du kannst sagen, ob das Mikrofon sehr breit den Ton aufnehmen soll, zum Beispiel, wenn du eine ganze Gruppe von Menschen filmst, oder ob es sehr eng den Ton aufnehmen soll, beispielsweise, wenn du dich selber filmst und das LSP4 eben genau auf dein Gesicht gerichtet hast, dann würde ich dir empfehlen, die Charakteristik auf engen Winkel einzustellen, einfach damit du nicht so viel Umgebungsgeräusche raufbekommst. Benötigst du die Tonspur direkt aus dem LSP4, dann gibt es hier praktischerweise direkt einen USB-Anschluss im LSP4. Damit wird das LSP4 auf deinem Rechner als Wechseldatenträger erkannt und du kannst dir direkt die Audiospur vom LSP4 auf deinen Rechner runterziehen. Der letzte Bestandteil, der im Vlogging-Kit EM 5 Mark III enthalten ist, ist hier unten das Yobo GorillaPod 500. Das ist ein relativ kleines GorillaPod, macht aber dadurch natürlich die gesamte Konstruktion auch sehr mobil. Du siehst es auch, wenn das so steht, dann steht die Kamera auch sehr stabil darauf und gleichzeitig kannst du eben wunderbar in die Hand nehmen, um dich selber zu filmen oder schöne Kamerafahrten zu machen, die eben dank des Bildstabilisators der EM 5 Mark III auch wunderbar möglich sind. Jetzt gucken wir uns gemeinsam so ein ganz kleines bisschen Material an, was wir mit dieser Kombination gedreht haben, und zum Ende des Videos erzähle ich dir mal noch ein bisschen was zu Promotions, Sommerpromotions, anderen Sets und so weiter. Es lohnt sich also auf alle Fälle dran zu bleiben. Ich habe in den letzten Tagen tatsächlich 2 Anläufe genommen, um im Hamburger Hafen für dich zu vloggen und dir ordentliches Material zu erstellen. Das ist hier in Zeiten der Eisheiligen nicht ganz so einfach möglich gewesen, denn es war an allen Tagen unfassbar windig. Du siehst es auch heute im Hintergrund, deswegen sitze ich jetzt hier heute bei uns auf der Terrasse, ziemlich dicht an der Hauswand, einfach um möglichst wenig Wind auf der Tonspur zu haben. Denn in der Tat, so eine tote Katze, wie sie beim LSP4 im Vlogging-Kit enthalten ist, dämpft zwar ein leichtes Lüftchen, ein bisschen Brise, aber eben keinen starken Wind. Wenn du das tun wollen würdest, bräuchtest du einen sogenannten Blimp. Du kennst das vielleicht von Wetterreportern, die irgendwo bei Sturmflut im Fernsehen zu sehen sind, wo der Kollege mit der Tonangel ihnen das große Mikrofon reinhält. Drumherum ist so ein Blechkäfig, könnte man sagen. Außenrum ist dann eine sehr, sehr langhaarige tote Katze und in dem Blechkäfig ist das gesamte Mikrofon nochmal schwingungsdämpfend aufgehangen. Und all das sorgt dann dafür, dass auch Starkwind etwas weniger zu hören ist, aber Windgeräusche hast du auch da. Deswegen werde ich dir auch trotzdem Material aus dem Hafen zeigen. Aber ich sage es gleich dazu, es ist das ein oder andere Windgeräusch zu hören. Das ist einfach dem starken Wind hier in Norddeutschland geschuldet. Das wird bei leichtem Wind nicht zu hören sein, so wie du jetzt hier auch eine ganz saubere Tonspur hast. Moin, wie angekündigt, starte ich gemeinsam mit dir in einen Vlog. Wir fahren in den Hamburger Hafen, guck mal so ein bisschen, dass ich dir ein paar Informationen liefere. Gleichzeitig war auch so ein bisschen hier das Vlogger-Kit der EM 5 Mark III auf Herz und Nieren prüfe. Ich starte mal die Karre und dann geht's auch direkt los. So, Freunde, ich bin am Hafen angekommen. Ihr seht hier im Hintergrund natürlich das Wahrzeichen der Stadt Hamburg, die Elbphilharmonie. Ich will gar nicht keine Diskussion darüber führen, ob die Kosten gerechtfertigt gewesen sind oder nicht. Fakt ist, es sieht wirklich cool aus, das Gebäude, und prägt auf alle Fälle hier die Skyline Hamburgs mit im Hintergrund den Landungsbrücken. Das seht ihr ja auch. Wenn ihr euch fragt, wo steht der gerade, der Frank? Ich bin hier rübergefahren zu den Musical-Theatern. Auch die Musical-Theater hier bieten einfach Vielfalt an. Ihr seht es hier, Skulpturen, aber auch an Architektur. Hier im Vordergrund das eine Theatergebäude und weiter hinten ist dann das König der Löwen-Zelt. In diesem König der Löwen-Zelt ist es eigentlich gar nicht, aber es ist ein festes Gebäude mit einer Plane als Dachkonstruktion. In diesem König der Löwen-Zelt findet, ich würde sagen, seit Menschengedenken König der Löwen statt. Und wenn wir hier mal rüber gucken, sehen wir auch, dass gerade König der Löwen hier direkt an uns auf der Elbe vorbeifährt. Das Schöne am EM 5 Mark III Vlogger Kit ist ohne jeden Zweifel, dass es einfach so unfassbar flexibel einsetzbar ist. Ich halte das Yobi jetzt hier in der Hand, das Yobi-Stativ, und gehe hier mal schnell ein Stück
den Weg runter. Ihr seht vielleicht auch hier im Hintergrund, aufgrund Corona ist nach wie vor der Hamburger Hafen extremst leer. Die meisten Barkassen und Ausflugsboote fahren nicht. Dafür wird viel gebaut, auch das wird man wahrscheinlich im Hintergrund hören können. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch so zu filmen und zu fotografieren gibt, direkt vor den Musical-Theatern. Und wir gucken auch mal, was man vielleicht hier mit der einen oder anderen Skulptur noch anstellen kann, filmerisch. Und ja, ich nehme euch da auch weiter mit. Meine Empfehlung, wenn du nach Hamburg kommst, fahr einfach mal auf diese Elbseite. Es hat auch außerhalb solcher Krisenzeiten viel Charme, denn es ist halt einfach viel weniger besucht als die Hamburger Landungsbrücken da drüben. Und das sorgt dafür, dass du einfach viel ruhiger stehen kannst und gleichzeitig hast du einen wunderbaren Blick auf die Hamburger Skyline da drüben. Ja, einfach cool. Ein paar ganz allgemeine Hinweise zum Thema Video mit auf den Weg geben. Denn Video ist ganz offensichtlich etwas anderes als Foto. Denn es besteht aus Bewegtbild und ich bin davon überzeugt, dem Bewegtbild gehört die Zukunft. Das heißt, auch du, wenn deine Kamera das bietet, solltest dich jetzt mit dem Thema Video beschäftigen. Das Thema Video besteht aus drei Komponenten. Aus Bild, aus Ton und aus Story. Denn im Gegensatz zu einem Einzelbild kann ein Video eben eine ganze Geschichte darstellen. Und diese ganze Geschichte, die sollte in dem Video auch rüberkommen. Dazu ist es hilfreich, sich über die Kernaussage seines Videos bewusst zu werden. Das heißt, zu überlegen, was möchte ich mit meinem Video ausdrücken? Was soll die Aussage hinter diesem Video sein? Und dann baust du eine kleine Geschichte um das Video drumherum. Ich versuche da so ein bisschen auch wirklich eine Geschichte zu erzählen, die Zuschauer mitzunehmen, wie bei einem guten Film auch. Du machst dir ein kleines Skript vielleicht. Ich klebe mir dieses Skript häufig einfach unter die Kamera. Das heißt, in meinem Fall, wo ich jetzt hier mit dem Vlogger-Kit EM5 Mark III filme, könnte man von unten an der Streulichtblende einfach mit einem kleinen Streifen Tesa einen Zettel befestigen. Dann gucke ich immer noch in Richtung Objektiv. Gleichzeitig kann ich mir darunter kurz ablesen, worum geht es hier eigentlich. Da schreibst du nicht den gesamten Text auf. Denn es ist kein Teleprompter und man wird dir als Ungeübten auch anmerken, dass du das ganze Thema gerade abliest, sondern du notierst dir Stichworte. Wichtig ist, dass es in der Nähe der Frontlinse hängt und wichtig ist auch, dass du trotz des vorhandenen Flipscreens deiner Kamera nicht auf den Flipscreen guckst. Natürlich ist man geneigt, immer wieder mal dahin zu gucken und zu sagen, okay, ist alles noch in Ordnung im Bildausschnitt und so weiter. Aber ob der Bildausschnitt stimmt oder nicht, kannst du auch sehen, indem du nicht direkt dahin guckst. Denn jetzt, wo ich da direkt straight in die Frontlinse gucke, sehe ich im Augenwinkel natürlich trotzdem, was in meinem Bildausschnitt los ist. Und wenn da jetzt jemand im Hintergrund mit einer roten Jacke durchlaufen würde, würde ich das auch sehen. Denn spätestens dann würde ich darüber gucken und sagen, okay, ich muss neu ansetzen. Aber wichtig, der Zuschauer hat von dir viel mehr Aufmerksamkeit, wenn du in die Kamera guckst, als wenn du auf deinen Monitor guckst. Besonders, wenn du relativ weitwinklig filmst, so wie ich das hier gerade mit dem 12mm von Olympus tue. Wir stehen direkt hier drüben bei den Musical-Zelten, auf der anderen Seite der Landungsbrücken quasi. Ich halte hier das Vlog-Kit EM5 Mark III einfach an einer ausgestreckten Hand, habe obendrauf den LSP4, so wie besprochen, montiert. Wir filmen das gesamte Material mit derselben Kombination, das könnt ihr hier sehen. Der Matthias hat dieselbe Kombination quasi auf seiner Kamera, nur dass wir keinen zweiten Shock-Mount hatten, aber der Rest ist quasi same, same. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir euch noch ein paar nette Impressionen von hier drüben, von den Musical-Zelten mitbringen. Throw your stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. Das Material, was du eben gesehen hast, das haben wir ganz offensichtlich in Hamburg gedreht. Jetzt zeige ich dir noch ein bisschen was, was ich mit dem
der Konstruktion, diesem Set in Hongkong gedreht habe. Da habe ich mal den Ton ausgeblendet, weil ich natürlich bestimmte Dinge erzähle, die erstmal mit diesem Kit gar nichts zu tun hatten. Denn dass es das geben würde, wusste ich natürlich im November 2019 noch nicht. Aber ich lege ein bisschen schöne Musik drunter und dann kannst du das Bildmaterial genießen und kriegst ein Gefühl dafür, wie das Ganze so selber beim Vloggen funktioniert. Mehr zu verdeutlichen, wie der Ton des LSP4 wirklich ist, habe ich dir hier noch etwas reingeschnitten. Das habe ich mit dem Dieter Bethke am Flughafen in Venedig aufgenommen. Dieter Bethke und ich machen zusammen den Fotopodcast Fotophonie. Und Dieter und ich nehmen normalerweise aus unser beider Tonstudios mit Großmembranmikrofon den Podcast auf, waren aber gemeinsam auf Fotoreise in Venedig und haben dann dort in der Flughafen-Lounge eine Podcast-Folge mit dem LSP4 produziert. Und da kannst du, glaube ich, ganz gut rausfinden, wie trotz der Flughafen-Umgebungsgeräusche die Tonqualität des LSP4s. Ich blende dir hier mal ein paar Schnipsel davon ein. Ja, also vielleicht fangen wir mal an. Wir waren den einen Abend in Burano. Burano ist die eine vorgelagerte Insel hier in der Lagune, bekannt für ihre bunten Häuser. Und wir hatten extra zwei Masken dahin bestellt, weil wir dort in der blauen Stunde fotografieren wollten. Und in der Tat ist es ja so, für die, die technisch interessiert sind, wenn die Sonne noch relativ hoch steht und man möchte quasi eine Maske vor der Sonne fotografieren, dann braucht man sehr viel Licht von vorne, weil man belichtet ja quasi gegen die Sonne mit dem im Zweifel Blitz. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass du mit dem EM5 Mark III Vlogging Kit genau das an der Hand hast, was du für deine professionellen Videoaufnahmen und Vlogs brauchst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben, auch zum Thema Vlogging und Videofilm. Das ganze Set, so wie es hier auf dem Tisch steht, kostet 1.990 Euro und parallel wird es ein weiteres Set geben, nämlich ein Set aus EM5 Mark III und dem 12 bis 45 mm Blende 4 Pro Objektiv. Das kostet 1.599 Euro. Im Rahmen der Sommeraktion wird es bestimmte noch Aktionen geben, weitere von Olympus. Lass dich überraschen, was da so alles auf dich zukommt. Ich wünsche dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Spaß beim Vloggen, beim Videoproduzieren mit deinem Olympus Equipment aus dem Haus Olympus. Optimaler Ton, optimales Bild, optimales Videomaterial. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, viel Spaß dabei und wir zwei, wir sehen uns wieder.